Hallo zusammen, Martin hier von Geniales Tuning. Ihr habt ja letztes Mal gemerkt, ich habe die Viper vorgestellt und irgendwas ist mit der Aufnahme schief gelaufen. Neue Hardware im Spiel und deswegen gibt es die Viper nochmal nachgelegt. Und zwar, hier haben wir sie. Aber ich habe heute neben der Viper habe ich nochmal jemand anders ganz frisch einfliegen lassen. Und zwar ist es der liebe Frank. Herzlich willkommen bei mir im kleinen Klemmbausteinzimmer. Er hat dieses Ding verbrochen. Er ist dran schuld und er kann euch natürlich jetzt ein bisschen mehr drüber erzählen. Ich habe letztes Mal gesagt, das sind irgendwas mit 2400 Teile ungefähr. Also 100 Teile mehr. Und wir haben auch mittlerweile herausgefunden, dass die Teile hier fest sind, dank ihm. Ne? Aber Fakt ist, das Ding ist ein richtiger Prügel. Riesig. Man kann ihn richtig festhalten. Ne? Die neue Kameraposition. Aber ihr seht schon, es ist immer noch ein ultimatives Gerät. Also auch bei ihm ist es neu. Da, ja, nimm mal in die Hand. Noch nie live gesehen. Und aus was für Steine, also klar, es sind Klemmbausteine, aber was für Steine sind es jetzt wirklich? Also die fertige Version wird dann zu, ja, sagen wir mal 90% Cobrix werden. Das, was wir jetzt hier sehen, ist halt alles Mögliche. Hauptsache, das Modell wird mal gebaut. Darum haben wir jetzt hier auch verschiedene, ja, Farbmuster drauf. Aber ich finde, das macht das Modell einfach interessant. Wenn man so die Filme anguckt, das ist ja auch nicht immer gleich. Außer die allerersten Kampfstein Galactica Filme mit den Vipern, mit den hellen, mit den roten Streifen, was man so kennt. Die waren ja hell und die waren ja auch eigentlich, ja. Die kommen halt frisch aus der Fabrik. Aus der Werft. Na, das muss ja nicht sein. Aber ich finde das eigentlich, das macht irgendwie den Charme aus, finde ich, ja. Und also, was ich sagen kann, ich habe ja den Prototyp gebaut. Ne? Es ist auch so, dass das Ding auseinanderfällt. Ne? Egal, auf jeden Fall. Nee, nicht egal, weil ich habe nämlich jetzt auch den Stuhl auseinandergenommen. Das ist natürlich jetzt wieder live. Siehst du irgendwo den Stuhl? Kein Stuhl in sich. Ja, das ist mal wieder der Vorführeffekt. Aber ich kann euch das vielleicht ein bisschen zeigen. Ja, der Stuhl ist noch drin. Nein, da fehlt die Kopfstütze. Ah, okay. Aber wenn man da jetzt reinguckt unter diesen Technikarm, das sieht man hier, sieht man ganz leicht mit der Schattierung vom Licht. Jetzt sieht man es ein bisschen. Da kommen die kleinen Dinge aus. Das sind die Goldbarren normalerweise. Die sind normal braun. Also ja, empfehle ich dir wirklich, mach da braun herein, dass du so ein bisschen ein Highlight da drin hast, weil wenn nachher das Teil hier oben drauf ist, ich baue das jetzt nicht zusammen, weil hier fehlen jetzt diese Dark Transclear Teile, die kommen normalerweise hier unten ran. Mhm. Aber dann haben wir da nochmal ein bisschen Eyecatcher. Ja. Ja, das ist auch im Original so, aber wie gesagt, Prototyp, Hauptsache Steine erstmal komplett. Das wird schon so am Original wie möglich dran angelehnt und ausgeliefert. Ihr seht ja hier, das ist Gold und Gelb, was da drin glänzt. Haben wir eine Farbseuche? Wir haben keine Farbseuche drin. Eigentlich alles hat Sinn, wenn es nicht grau und nicht hellgrau ist. Also ich habe gemerkt, da ist wohl Gelb verbaut, aber ganz wenig. Man sieht es auch, man hat es hier unten auch im Brick gesehen. Also schaut da mal, ich verlinke euch dann hier da oben dann mal in der Infokarte das erste Video. Da ist ein Technik-Brick drin. In so einem Gelb wie vom Standfuß. Aber der macht Sinn, weil er einmal rechts und links verbaut ist. Der macht natürlich dann auch einfach von der, ja, dass man einfach symmetrisch sieht, wo was ist, dass man ihn findet, wenn man ihn anbaut. Und auch hier diese gelben und goldenen Steine machen dort Sinn. Es ist, glaube ich, nochmal rot drin verbaut und auch, glaube ich, einmal grün. Ja. Aber dann ist wirklich alles nur schwarz und dunkelgrau und diese Elemente, die hier drauf vorne, diese Ding, was man sieht, diese Streifen. Applikation, die Streifen, Zierstreifen, wie auch immer, Rallye-Streifen, ist alles eigentlich eine Farbe, komplett durch. Auch die Platten, auch oder halt auch hinten für die ganzen Triebwerke, dieses der Transclear Blau ist das einzige Farbgebung.
Und auch unten, ihr seht, alles grau. Und ihr seht, das Ding ist massiv. Das ist Ja, echt. das hält wirklich. Das ist. Also, ich traue mich natürlich jetzt, das Ding nicht auseinanderzureißen. Das muss ja nicht sein, aber es hält wirklich. Man Ja. kann damit auch spielen, wenn man möchte. Einmal Kampfstern Galactica zu Hause. Und der Standfuß, der hat auch was. Du hast gesagt, das möchtest du noch auf andere dann anwenden. Genau, also, der soll noch so gebaut werden, dass man, oder warte, nimm doch mal runter, dann können wir mal zeigen. Der ist ja auch entworfen vom David Duperon. Und den wollen wir ein bisschen universell machen, dass man den Winkel richtig stellen kann, dass man oben die Aufnahmeflächen eventuell noch auseinandernehmen kann, spreizen, so für andere Mocs, die wir so bei uns präsentieren wollen. Bis wann sollen das Ding jetzt bei euch dann? Ja, das sollte bis Ende des Monats eigentlich soweit sein mit der Standardversion, wie es im Original vom David Duperon gedacht ist. Mit kleinen Anpassungen im Standfuß, weil im Original benutzt er Teile, die sind sehr selten. Gerade unten so große Platten nimmt er spezieller, die kriegt man so von Alternativherstellern sehr schlecht. Wenn ich das richtig gesehen habe, das waren so ähnliche Platten, wie damals man die bei Lego gehabt hat, von den Fußballstadien und so weiter, oder Fußball. Ich habe jetzt die Nummer nicht im Kopf, aber die sind extrem schwer zu beschaffen. Was haben wir denn da nochmal? Mal gucken, nochmal Meterstab in die Hand. Das gute Stück ist, glaube ich, knappe 60 Zentimeter lang. Von den Flügeln, sage ich jetzt mal, bis Oberkante sind wir ungefähr bei knappe 20. Im Standfuß haben wir dann so 32. Mhm. Also reines Vitrinenmodell, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann jetzt mal auch auf der Seite sagen, es ist ein reines erwachsenes Spielzeug. Es ist ein Vitrinenspielzeug. Die, auch obwohl es noch nicht die zukünftigen Steine sind, Qualität gut. Kann man schon nehmen. Kann man wirklich nehmen. Die sind wirklich sehr gut, also haben Spaß gemacht. Triebwerke sind eine Herausforderung, sage ich euch. Aber es ist zu schaffen. Das ist, man muss wirklich mal, es ist kein stupides vor sich hinbauen. Klar, die PDF-Anleitung ist Watschen einfach gemacht. So einfach, ja, also es sind zwei, drei Bauschritte, die man vielleicht an einem Ding macht, aber so einfach wie möglich. Ja, aber es ist zu bewerkstelligen. Ja. Man muss sein Hirn anstrengen, aber es macht Spaß. Und das ist, denke ich mal, wichtig. Das ist, man möchte ja vor einer Herausforderung da sein. Das ist ja ein Modellbau. Darum geht's. Ja, das ist wirklich Modellbau, ja. Ihr habt noch mehrere von den Dingern, da können wir dann nächstes noch mehr davon erwarten. Ja, also wir haben ja schon die MK2 von David Duperon, dann den Cylon Raider. Und jetzt macht er gerade andere Sachen. Aber ich denke, ab nächstes Jahr wird er dann auch nochmal was Neues machen, wo wir dann wahrscheinlich auch mit verlegen können. Gibt es natürlich schon, ja, AliExpress bekannt, aber wenn man doch den Designer unterstützen möchte und dann doch noch bessere Steine haben möchte, noch ein bisschen abwarten. Das heißt aber auch, dann bekommt man euch. Ihr unterstützt den Designer in dem Fall. Er bekommt halt pro verkauften Mock, kriegt halt einen Anteil. Okay. Das, denke ich mal, ist auch das, was letztendlich zählt. Dann kann keiner mehr sagen, es ist in irgendeiner Art und Weise geklaut. Ja. Alles, was wir auf der Seite anbieten, ist halt mit Absprache vom Designer. Seite wird natürlich unten direkt in die Seite verlinkt oder in die Unterseite der Raumschiffe verlinkt. Wie viel habt ihr jetzt im Programm? Oh, jetzt sind wir bei 10. Ja. Und es sind ja nicht nur bis 15, 15 sogar. Es gibt halt von so bis. Okay. So. Ja, also über Meter schaffen wir auch schon. Okay. Und demnächst ist ja noch was Neues im Programm. Ich habe da irgendwas Leute höre, dass man da auch mit Warpgeschwindigkeit vielleicht unter Umständen auch bei euch unterwegs sein kann. Wer weiß, okay, was da so kommt. Also, lassen wir uns überraschen, was er demnächst noch auf der Pfanne hat. Und also ich kann es nur empfehlen. Es hat Spaß gemacht, auch wenn es ein Erlkönig, wie ich ihn so schön nenne. Ich komme ja schließlich aus dem Autobereich, ne? Ja.
Und von daher, nee, das könnt ihr wirklich so anbieten. Und ich kann es euch wirklich empfehlen. Macht riesig Spaß. Danke, Vielen dass du Dank da gleichfalls. warst. Danke, dass du mir das gute Stück zur Verfügung gestellt hast. Aber ich kann es euch eins sagen, es dann auch so wieder mit nach Hause nehmen. Ich habe keinen Platz, weil er hat mir nämlich schon heute wieder drei Kisten mitgebracht, die ich zusammenbauen darf für ihn. Und Ganz da bin ich klein. mal ganz klein, ja. Also, der letzte, was ich zusammengebaut habe, gerade eben, was ihr in den Shorts gesehen habt, war ja von The Wandering Earth. Das gute Stück ist ja auch wahrscheinlich über einen halben Meter lang und unten stehen schon wieder Teile. Da hat jedes Modell über 2000 Einzelteile. Naja, aber man macht ja nichts anderes, will es ja nicht anders. Ich sage auf Genau. jeden Fall mal danke, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Und da bin ich mal gespannt, wie das nächstes Jahr noch so weitergeht. Ja. Also, in diesem Sinne, sagt euch Tschüss Frank und Martin. und Martin, ciao.